Na, Ben, ihr Füchse da draußen und Füchse natürlich, habe ich den Knopf gedrückt? Ich habe den Knopf gedrückt. Ich begrüße euch recht herzlich an diesem wunderschönen Mittwochabend hier zu unserem kleinen gemütlichen Stream gegen die Einsamkeit. Keine Sorge, hier kommt gleich irgendwie Musik. Hauptmenü ist gerade mal wieder ein bisschen stumm. Oh, um Gottes Willen. Ich muss leiser machen. Oh. Kurin, Grüße gehen raus und vielen Dank. Vielen Dank. Na, Abend alle zusammen. Ihr seid ja richtig zahlreich schon am Start. Ich glaube, das große Finale, das wollen sich aber alle gönnen, ne? Das wollen sich aber alle gönnen. Das finde ich, bin stolz auf euch so. Warte. Oh Gott, das bin ich. Leute, ich habe gerade in die falsche Richtung gedreht. Es ist lauter geworden. Jens, Grüße gehen raus auch an dich. Moin, moin erstmal zusammen. Oh, da ist auch die Musik wieder. Jetzt können wir auch gemeinsam gemütlich loslegen, würde ich sagen, ne? Jetzt, wir haben es heute ja nicht eilig. So wie es aussieht, sind wir ja relativ nah am Ende. Das heißt, ganz entspannt, ganz gemütlich. Erstmal ein Shoutout in die Runde. Von Across ist da, Jane ist da, Sims80 ist da, Rain the Wolf, Grüße gehen raus. Galen Kali, der Kingdom Hearts ist mit am Start. Das ist sehr, sehr gut. Wildlife auch dabei. Moin, moin, moin. Habe ich wieder übersehen. Der W natürlich, ganz klar. Laslowski ebenfalls mit am Start. Kurin, wie immer, auf ihrem Posten. Der Jens ist auch dabei. Jane ist auch mit dabei. Ich würde sagen, das läuft. Ich soll mich lauter machen? Ich dürfte eigentlich laut genug sein. Ich bin voll so wie immer. Es hat sich nichts geändert. Ich kann höchstens noch so machen. Aber eigentlich dürfte alles ganz entspannt so wie eh und je sein. So. Ich lade erstmal und dann gehen wir rein. Ne? Ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. Spiel laden. So. Ist denn der Ton in Ordnung? Also ich habe nichts verändert. Das müsste alles wie eh und je sein. Also wirklich. Aber gut, ist ein Windows-Betriebssystem, ja? You never know. Da ist jedes Update immer Spannung. Ne? Ganz klar. So. Ich ziehe mir erstmal ein Käffchen rein. Ich bin gerade noch eine kurze Runde schwimmen gewesen. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal wieder aussehe wie so ein Mülleimer. Aber das gehört sich so. Und dann würde ich sagen, Diana ist auch mit dabei. Alter, Diana. Aber gut, dass du mit am Start bist, Diana. Warte, ganz wichtig. Denn heute, bevor wir jetzt hier direkt einsteigen, ich werde es mehrmals während des Streams immer wieder rausmeddeln. Das wird heute wahrscheinlich die letzte Runde Black Mirror 3, also wenn es gut läuft, ich habe ja ein bisschen Hoffnung. Und da wir jetzt ja dann entscheiden müssen, was als nächstes dann passiert, habe ich jetzt aus euren Vorschlägen die Umfrage gestartet. Und das bedeutet, ihr dürft dann jetzt gleich schön im Chat, ich hau das immer hier so rein, boop, da ist so ein Link mit einer Umfrage. Und dann dürft ihr anhaken, was ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Diana, da ist auch Resident Evil mit am Start. Also ordentlich draufklicken, ne? Und ja, da dürft ihr aussuchen, was als nächstes kommt und das, was dann kommt, das wird dann gemacht, ne? Würde ich mal sagen. So sieht's aus. Resident Evil, ich wollte es erst nicht machen, aber wir machen es jetzt doch. Ich will natürlich die PC-Version spielen, aber ich werde die mir dann kaufen bei Steam und danach werde ich sie trotzdem cracken, damit der Kopierschutz weg ist, der das Game halt performancemäßig in den Arsch fickt. Aber muss man halt auch nicht verstehen, ne? Judy, ich habe schon gewählt und ich bin fies zum Fuchs. Oha. Da sind halt auch so ein paar Horrorsachen dabei, die ich gar nicht kenne, aber ihr macht das schon, ne? Wir werden es einfach durchziehen, ist gar kein Problem. So, also, im letzten Part haben wir... Haben wir das hier schon geregelt? Nein, oh, um Gottes Willen. Schwabi, ich danke dem Fuchs und... Ach, guck mal, da könnt ihr sogar Texte schreiben. Grüße für all die schönen Stunden und Grüße gehen raus. An meine bessere Hälfte, Grüße gehen an meiner Stelle auch raus, an die bessere Hälfte. Du hast nur wenig Zeit, um exklusive Emotes zu verdienen. Ja, geil. Hype Train ist am Start. Ich weiß nicht, was es ist, aber der Hype Train ist am Start. Einfach mal machen, Leute. So, im letzten Part haben wir hier rumgefummelt, verschiedene Dinge in verschiedenen Gewichtskategorien in diese Schale gelegt und je nachdem fahren dann diese, ja, was sind denn das? Klöten an Seilen so durch die Gegend. Und dann können wir da jeweils ran und einen Schlüssel wahrscheinlich rausnehmen. Und wir müssen vermutlich einmal sämtliche dieser Klöten öffnen und dann geht es schon. Und ja, dann machen wir jetzt mal munter weiter, würde ich sagen. Wir gehen nochmal wieder an die Schale ran. Und schmeißen das weiter rein. Probieren mal verschiedene Kombinationen aus. Je nachdem, was an Gewicht drin ist, wird sich da unterschiedliches tun. Ich würde jetzt zum Beispiel mal nehmen die Krone, den Schild, den Stab, die Spitze und fertig. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Versuch mal Fisch, Stab, Schale, Pfeil. Machen wir gleich als nächstes. Ich guck mal gerade, was jetzt passiert. Ach gut, die fahren auch von oben nach unten. Alter Bruder. Irgendwo muss doch stehen, was ich wo reinlegen muss. Ja, ich guck mir jetzt mal aber in diese Kapsel mal eben rein. Rangehen, rangehen. Der letzte Schlüssel hat nicht gepasst. Vielleicht der hier? Ach, guck mal. Goldener Schlüssel. Hoffentlich kann man nicht falsche Schlüssel bekommen und sterben. Das wäre
Nicht so cool. Ich probiere ihn in allen Schlössern. Ja, wenn du so viel Zeit hast. Der Schlüssel passt zwar in die Löcher, lässt sich aber nicht drehen. Ich lass ihn hier liegen. Ja, schmeiß weg das Ding. So, was sollen wir jetzt machen? Fuchs, meine bessere Hälfte, gefällt dein Pulli. Ist ja nicht schön? Ist ja nicht schön? Grüße gehen raus. Warte, ich muss meine Haare aus dem Weg nehmen. Ja, jetzt, warte, ist noch schlimmer. Kann ich noch mehr zeigen? Oh, er wird nicht besser, ne? Also... Ich liebe ihn auch. Grüße gehen raus an die bessere Hälfte. Ja, Black Mirror ist echt ein tolles Game. Echt gute Spielreihe. Hat wirklich Spaß gemacht, deswegen auch Props an dieser Stelle nochmal an meinen Bruder, den W. Der hat das Ganze vorgeschlagen und empfohlen. Und ja, tatsächlich war das echt ein Fest. So, irgendjemand meinte, ich soll mal was versuchen. Versuch mal Fisch, Stab, Schale, Pfeil. Geht los. Sassy, Grüße gehen raus. Auf geht's. Ich habe mich natürlich auch mit einer riesigen Tasse Kaffee versorgt. Wir schaffen das heute. Wir sind entspannt, Leute. Wir sind nicht auf der Flucht. Ne? Wir machen das ganz gemütlich heute zu Ende. Also, Fisch. Stab. Schale. Ich denke damit mal... Ja, Schale. Und Pfeil. Okay. Bin unterwegs nach Hause und weihe gerade meinen neuen Earbuds mit deinem Stream ein. Ehre. Du musst das... Oh, guck mal. Die Schale hängt jetzt genau in der Mitte. Wow, jetzt will ich ja nichts sagen, ne? Aber Laszlowski, war das jetzt können oder war das eine Komplettlösung? Du darfst ruhig ehrlich sein, wir werden dich nicht, naja, vielleicht ein bisschen hänseln. Aber das lief jetzt zu solide, sag ich mal. Jetzt hängen 6 Kapseln auf einer Höhe. Mein Gefühl sagt mir, dass die Schlüssel darin die richtigen sind. Sammelt er die jetzt alle? Oh ja, er sammelt die. Immerhin muss man jetzt nicht... Fuchs, du bist Rätselkrieg. Ich habe das nicht gemacht. Das Shoutout jetzt bitte an Laszlowski, der das hoffentlich selbst sich erschlossen hat, indem er sich die alten Videos angeguckt hat und die Reliefs studiert hat. Oder halt eine Komplettlösung reingeguckt hat. Dann wären wir weniger impressed, aber ansonsten schon cool. Goldhesen, Grüße gehen raus. Da ist heute richtig was los, Alter. Moin, moin, Alter. Ich glaube, die Lösung hatten wir ja eigentlich letztens an der Tafel. Stimmt wohl. Jetzt sollte man die Tür öffnen können. Ich konnte mir das noch nicht merken, letztes Mal. So, ich hoffe, das geht jetzt hier noch ein bisschen, wenn wir gemütlich machen, weil ich muss gestehen, wenn wir jetzt hier durch sind und wir dann noch ein bisschen weiter streamen wollen, muss ich random irgendwas anmachen. Und dann quatschen wir einfach nur. Dann wird das so ein Quatsche, random irgendwas anderes anmachen streamen. Aber ich hoffe, ich schaffe noch so 2 Stunden, wenn ich mir Zeit lasse. So, lass mal erstmal speichern, meine Lieben. Dream 21. Uppala, Numpad geht hier natürlich nicht. Ist ja logisch, ne? So. Okay. Also, wir haben eine Statue. Schon wieder dieser Kerl ohne Kopf. Diesmal in vierfacher Ausführung. Ob da jemand sauer auf ihn war? Vielleicht Mordred? Er ging rum mit seinem Schwert und zack, zack, zack. Ordentlich quasseln, vielleicht gehen da noch 1,5 Stunden Black Mirror. Meinst du echt, dass wir so schnell durch sind? Denk dran, wir brauchen unsere Zeit. Heute so lockiges Haar, Ruby. Ja, ich war gerade noch eine Runde schwimmen. Und bin dann einfach stumpf nass da raus und dann sieht das so aus. Ne? Bisschen strubbelig, ne? Man musste das Wetter nutzen, es war so schön Sonne noch. Wände voller Totenköpfe. Wer sind diese Toten und wo sind ihre Gebeine? Hat man nur die Köpfe aufgehoben? Wieso? Und warum sind die Statuen dafür ohne Kopf? Besteht ein Zusammenhang? Je näher wir der Wahrheit kommen, desto mehr Fragen stellen sich. Ich hab wirklich Holt. Oh. Patrick, Grüße gehen raus und Abend! Willkommen auch dir wieder hier. Freue mich, dich wieder zu sehen. Erst Dark Souls Video von dir gesehen und dann heute direkt das erste Mal dabei im Stream bei dir. Oh, Dark Souls, Alter. Scheiße. Da muss man aber sagen, wie es ist, ne? Ich kam ja nicht aus der Dark Souls Reihe, ich kannte es nicht. Und ich muss gestehen, wer mich kennt, ich bin so ein bisschen paddelig, würde ich sagen, ne? Und wenn du dann Dark Souls spielst und die ganze Zeit nebenbei auf den Chat guckst, das war eine interessante Kombination. Also, alter Bruder, ich habe mir ja tatsächlich ja diese ganze Hand of Blood Dark Souls Kiste von Dark Souls 1 jetzt reingezogen und habe selber so Bock wieder drauf, das nochmal zu daddeln. Also es wird auf jeden Fall nochmal kommen, aber wahrscheinlich mache ich dann ein Let's Play draus, weil Chat und Dark Souls ist mir zu krass, Alter. Ich glaube, das ist mir zu krass.
Valentina. Und ich mache keinen Rat der Qualen, Alter. Ich wüsste nicht, was ich sie gerade fragen könnte. Ja, dann frag sie halt nichts. Aber freut mich, dass du da bist. Grüße gehen raus. Willkommen im Fuchsbau. Bei unserem kleinen, gemütlichen Stream gegen die Einsamkeit hier. Einen wunderschönen Mittwochabend. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Mein Tag, alter Bruder. Da geht es verdammt tief runter. Ich sag euch, ich hatte heute... Dieses Licht erinnert mich an die Höhle unter dem Steinkreis. Ob es ein riesiges Höhlensystem unter Willow Creek gibt? Möglich wär's. Ich hatte so ein ständiges... Heute war so ein richtiger Tag der Emotionen mit einem ständigen Hinauf und Hinab und Hinauf und Hinab. Und ich sag mal so, am Ende des Tages, wir hatten Feierabend, mein Kollege und ich saßen schön chillig im Büro. Der Tag hat uns ganz schön hingenudelt. Da haben wir uns tatsächlich dann noch ein Feierabendbierchen gegönnt, um auf den Tag noch irgendwie anzustoßen. War schön heute. Half-Life Alyx schon weitergemacht, hab noch gar nicht nachgeschaut. Jens, pass auf. Wir müssen ja heute ein bisschen quatschen, deswegen ich muss es euch erzählen, das war einfach zu geil. Jens, ich erkläre dir gleich. Ich wollte letztes Wochenende Half-Life Alyx weitermachen. Hab schon installiert, meine Brille wieder eingerichtet, alles schick und nice gemacht. So. Und letztes Wochenende war auch Fahrradtour mit den Nachbarn. Die machen immer einmal im Jahr so eine Fahrradtour. Ich habe mich bis jetzt erfolgreich immer gedrückt, aber dieses Jahr hatte ich sogar richtig Bock drauf. Ja? Ich hatte richtig Bock drauf, Alter. Und habe dann schön mich gefreut und so. Das war samstags und wir haben jetzt angefangen, diese HelloFresh-Boxen auszuprobieren. Grüße gehen raus an Diana und an meine Kollegen, die das benutzen. Und ich dachte, komm, diese HelloFresh-Kiste kannst du ja auch mal ausprobieren, weil meine bessere Hälfte und ich, wir kriegen es nie geschissen, uns für die nächste Woche zu überlegen, was wir kochen wollen. Und es ist doch mega angenehm, wenn einfach das Internet dir diese Entscheidung abnimmt und da einfach so eine Box kommt, da sind 5 Gerichte drin, fertig und mach einfach, ne? Und tatsächlich, muss ich gestehen, ehrlich, ich bin voll begeistert von dem Scheiß. Ich hätte es nicht gedacht, das ist mega nice, keine Werbung jetzt, Hashtag not sponsored, aber, also man kriegt Abwechslung rein, die Portionsgröße ist ausreichend. Also ich dachte, ich habe schon zweimal nicht aufgegessen, weil es so viel ist, also ohne Scheiß, ich bin schwerst begeistert. Und hab dann halt samstags, das war noch nur 1,5 Stunden vor Abfahrt der Fahrradtour. Meine Nachbarn haben sogar gesagt, hier komm, weil die haben alle E-Bikes, nur ich nicht. Ich habe so ein normales, klassisches Fahrrad, weil E-Bike ist, was soll denn das, ne? Und wurde mir aber angeboten, weil ich meinte, Leute, ihr habt alle E-Bikes und ich hechel dann mit meinem scheiß Rad hinterher oder was? So sehe ich auch aus, ne? Und dann meinte der eine, nee, ich hab noch eins über, das kannst du dir ruhig nehmen. Und dann kannst du das ja dir leihen. Ja, okay. Und dann hatte ich mich tatsächlich auf die Nachbarschaftsradfahrt da gefreut und 1,5 Stunden vorher habe ich dann halt gekocht, habe den Backofen vorgeheizt und habe dann mit so Handschuhen so ein Blech da rausgeholt und zur Seite gestellt und weitergekocht und dann musste ich dieses Blech halt auch benutzen und habe halt voll verpeilt, dass das ja gerade eben noch im Ofen drin war und habe dann so volle Kanne mit beiden Pfoten so mit voller Last dieses Blech angefasst, aber so richtig auch zugegriffen, dass es so richtig gezischt hat, man sieht es auch immer noch. Und habe mir eine halbe Stunde vor Abfahrt komplette Lotte hier und hier und auch an den Finger, wo man bremst, schön die Hände verbrannt. Aber so richtig. Nicht so ein bisschen, sondern so richtig. Und dann stand ich da, da hatte richtig fette Blasen geworfen und ich dachte nur, okay, geht's noch bescheuerter? Ja, das war's dann halt, ne? Das war's dann halt. Da habe ich nur noch in unsere WhatsApp-Gruppe da von den Nachbarn geschrieben, Leute, es geht in 30 Minuten los. Ich war ein bisschen extrem dumm. Ich bin da nicht dabei, weil ich konnte nichts mehr anfassen und naja. Ja, und deswegen, guter Jens, ich wollte dann Sonntag eigentlich ja Alyx aufnehmen, aber mir taten so die Pfoten weh, ich konnte keine Maus anfassen, ich konnte keine Tastatur anfassen und ich konnte schon gar nicht erst diese Dinger anziehen. Da ging dann nichts und deswegen ging es nicht weiter. So, weiter geht's. Kingdom Hearts. Blaufuchs, willst du vielleicht mal die Kingdom Hearts Reihe irgendwann zocken? Ohne Scheiß, weil die ja jetzt neu für den PC nochmal wieder rausgeballert haben, hätte ich voll Bock drauf. Ich habe die alle gedaddelt, bis auf den neuesten für die Playse. Habe ich mir zwar gekauft, aber noch, ich bin noch nicht dazu gekommen. Und Birth by Sleep ist beste. Birth by Sleep ist beste. Ohne Spaß. Birth by Sleep und Aqua habe ich so geliebt, dass ich mir sogar ein Bild habe anfertigen lassen mit meinem Fuchs in dieser Aqua-Klamotterei, weil es so geil ist. Ich habe Kingdom Hearts, wenn du Bock hast, habe ich Birth by Sleep sogar mal Let's Played. Auf meinem Kanal. Das habe ich schon mal durchletzplayt. Tatsächlich. Aber ist schon ein bisschen älter. So, nun habe ich genug gequatscht. Es geht weiter mit dem Game. Für allejenigen, die frisch dazugekommen sind, einmal hier nochmal wieder die Umfrage. Wir nähern uns ja jetzt hier dem Ende und wir müssen ja entscheiden, wie es weitergehen soll. Und deswegen, bam, bitte einmal hier die Umfrage drücken und gerne abstimmen, womit es als nächstes weitergehen soll. So. Enderal gibt es jetzt auch in der Special Edition. Genau. Das ist das gleiche Game, Jens. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Das war vorher auch schon Single Game. Du konntest dir das andere auch schon Single holen. Die Special Edition fußt nur technisch jetzt nicht mehr auf der normalen Skyrim Engine, sondern auf der von der Special Edition. Das ist da der Unterschied, ne? Wo ist denn die Umfrage, Jane? Ich poste sie nochmal. Bumm. Hier im Chat ist ein Link.
So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann machen wir aber weiter, Leute. Also, ne? Ah. Let's go. Säulengang. Was ist hier noch? Eine Brücke? Highway to Hell. Ja. Verdammt bröckelig, die Piste. Ich hoffe, die hält noch eine Weile. Ihr wisst ja, was ihr für ein Spiel will. Outlast hatte ich nicht mehr drauf, tatsächlich. Ich glaube aber, das wäre auch zu krass für mich. Das ist doch das, wo man durch so eine Irrenanstalt mit so einem Camcorder läuft, ne? Das Schlimme ist, ihr müsst da so sehen, diese Gruselspiele sind nichts für mich. Wirklich nicht. Und ich glaube, Outlast würde ich mich legit ernsthaft einfach reell einkoten. Ernsthaft. Ich denke, wir haben die Kapelle erreicht. Okay. Ich fühle mich auch schon fast wie zu Hause. Nein, diese Kapelle haben Marcus und Mordred noch zusammen erbaut. Ihr letztes gemeinsames Werk. Es ist wirklich ein geweihter Ort. Aber Mordred nutzte die Kapelle für seine dunklen Machenschaften. Das bezweifle ich. Okay. So, ich hole mir mal ein Bierchen. Wildlife, beste Idee. Beste Idee, ich schließe mich dir vielleicht nachher noch an, aber jetzt erstmal noch nicht. Jetzt muss ich hier noch Gehirnkraft aufbringen. Außerdem habe ich ja schon eins vorhin noch auf der Arbeit getrunken. Also nach dem Feierabend natürlich. Sarkophag. Okay, was ist da drin? Ein Steinsarg mit einem Skelett darin. Das war einmal Mordred, wenn man dem Hüterbuch Glauben schenkt. Oh, da haben wir ja immerhin sein Skelett jetzt gefunden. Was ist das für ein Gefühl, in sein eigenes Grab zu blicken? Ihr kommt euch wohl näher. Entschuldige bitte. Ja, wir sind so ein bisschen am Bonden, ne? Was ist da los? Ein Skelett. Das sind die Überreste von Maria. Mordreds Frau. Woran erkennst du das? Es ist ein weibliches Skelett. Und außerdem liegt da im Brustkorb die Schwertspitze. Sie ist abgebrochen, als Mordred seine Frau ermordete. Das nenne ich Sarkasmus. Alter, recht. Scheiße. Der war ja mal richtig kacke, Mann. Grüße gehen raus. Richtig gut. Also, wir haben eine Schwertspitze. Das ist die Spitze von Mordreds Schwert. Als Maria sich ihm in den Weg stellte, hat er sie ermordet. Dabei brach die Spitze ab und steckte in ihrer Brust fest. Ehre, Wildlife. So mag ich das. Woran erkennt man ein weibliches Skelett? Na, von der Cross an den Busen. An den Skelettbusen. Das Ganze ist normal. Hab ich so gelernt. Also, ich kenne mich aus mit der weiblichen Anatomie. Doch für welches Publikum? Hier sollte doch niemand hinfinden. Alles sehr merkwürdig. Na, du weißt ja nicht, was hier damals so abgegangen ist. So, dann haben wir da einen Altar. Gibt es keine Skelettbusen? Ist das not a thing? Auf dem Altar sind jede Menge Hieroglyphen. Okay. Ja. Hier ist ein Satz auf Latein eingemeißelt. Er bedeutet, bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Ungewöhnlich für eine Altargravur. Hilft uns das weiter? Ich weiß nicht. Vielleicht? Oh, Bruder, warum? Oh, warum? Warum kommt denn jetzt wieder sowas? Wie geil wäre das denn zum Ende des Bates mit seinem Zwiebelmesser? Nein, Bates ist unschuldig, vertraut mir. Ja, also hier braucht man natürlich jetzt erstmal nicht rumfummeln ohne irgendeinen Plan, was wir da machen sollen. Oder hat da jemand schon eine Idee? Diese Begeisterung, das ist nicht schwer, okay. Ich habe nur noch keinen Plan, was wir machen sollen, weißt du? Deswegen brauche ich da jetzt erstmal noch nichts zu. Wir müssen erstmal rausfinden, was jetzt hier der Plan ist. Maunlich, lieber jetzt als am Ende vom Stream wieder. Ja, hast auch wieder recht. Ist ja gut, Cedric. Ist ja gut, Cedric. Du hast ja recht. Meine Güte. Trotzdem werde ich niemals eine Begeisterung für Schach- oder Schieberätsel und Puzzle haben. Man kann diese Hieroglyphen reindrücken. Wohl in einer bestimmten Reihenfolge.
So, erklimme 86 Stufen. Bis gleich. Bis gleich. Alles anklicken, was Licht spendet. Gute Idee. Er meinte ja beim Tag. Wildlife, das probieren wir jetzt. Das ist voll die gute Idee. Was ist das? Das ist ein Kelch oder was? Was spendet denn hier Licht? Die Sonne. Feuer. Feuer. Blitz. Ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Sonne. Blitz. Ne. Auge. Feuer. Ah, ich drück mal das Feuer. Klububa, Grüße gehen raus, moin moin. Der Mond spendet auch Licht. Ja, wo ist der Mond? Sieht einer den Mond? Da. Ne. Da muss ja irgendwie noch ein bisschen mehr System hinterstecken. Lass uns erstmal noch ein bisschen umgucken. Ich glaube, da kommt noch ein Hinweis drauf, was wir machen sollen. Das ist jetzt noch ein bisschen... Man kann diese Hieroglyphen reindrücken. Wohl in einer bestimmten Reihenfolge. Ist schon klar, ist schon klar. Gibt's hier denn noch irgendwas, was uns ein bisschen... Ne, hier gibt's ja gar nichts. Was... Vielleicht hat sie noch eine Idee. Mal gucken. Valentina? Ja? Ja, Kapelle. Weißt du, was hier unheimlich ist? Überall hier unten gibt es Licht. Sogar Kerzen brennen. Ziemlich unheimlich hier unten. Und überall diese Lichter. Möglicherweise gehen sie an, sobald eine bestimmte Tür geöffnet wird. Aber wann wurde dieser Mechanismus installiert? Und von wem? Oder wir sind doch nicht die Einzigen, die sich hier unten rumtreiben. Auf jeden Fall sind wir noch nicht am Ziel. Marcus dachte, der Weg zum Black Mirror wurde mit der Kapelle für immer verschlossen. Aber er hat nicht mit der Genialität seines Bruders gerechnet. Fängst du gerade an, Mordred zu bewundern? Schau dich doch mal um. Das Schloss oben wirkt geradezu winzig im Gegensatz zu dem, was sich hier unten befindet. Das ist alles so beeindruckend und überwältigend, geradezu majestätisch. Es geht schon ein gewisser Reiz von diesen Gewölben aus, findest du nicht? Ich finde, wir sollten nicht zu viel Zeit mit Rumstehen vergeuden. Klare Ansage. Also, Gegensätzen wären eine Idee. Ah, logisch, Erklärung. Warum ist in einer ewig nicht betretenen Gruft nun Licht brennt? Über die große Tasche von Darren hat sich keiner bei Zeiten gewundert. Wenn er mal eben so einen ganzen Hilti mit sich rumschleppt, ne? Aber das ist doch die Frage, die man sich immer bei Skyrim stellt. Du gehst in Skyrim in irgendeine Gruft rein und tausende Milliarden von Fackeln sind alle angezündet und Kerzen und alles mega schick und leuchtet und du fragst dich halt echt immer, wer macht das? Wer macht das? So, dann also Gegensätze. Finde ich eine coole Idee. Ich denke mal, in jeder Reihe wird sich ein Gegensatz finden. Kann das sein? Also hier hätten wir halt, nein, doch vielleicht doch nicht in jeder Reihe. Aber Sonne und Mond wäre doch schon mal eine Sache. Sonne und Mond. Geht aber nicht. Mond und Sonne. Nee. Ich kann immer nur eins anklicken. Das klappt so schon mal irgendwie nicht. Da muss ja noch irgendein System dahinter sein. Vielleicht müssen wir auch in der ersten Reihe anfangen. Vielleicht sind... Keine Ahnung, Alter. Das ist jetzt auch nicht... Ich frage mich bei vielen Dungeons in Spielen eher, wo ist das Klo? Hier leben Dinge, die brauchen doch ein Klo. Ja, das ist auch mal, also die... Was war es denn? Die Scheißhausfrage. Da muss ich sofort an einen Bud Spencer-Film denken. Und zwar den, wo die Polizisten werden. Wo auch die Klosettfrage. Die Klosettfrage, die muss schon geklärt werden. Ja, das ist schon wichtig. Schade aber auch. Bin gerade auch sprachlos. Pro Reihe eine Sache... Ja, aber dann, man braucht halt, also, keine Ahnung, dann würde ich hier Blitz machen. Also, sobald ich irgendwo anders hinklicke, geht da nichts mehr. Wow, Klububa, Grüße gehen raus und vielen Dank für dein Abo. Sende das Klo. Na, jetzt müssen wir wieder zurück zum Toilet Management Simulator. Also gerne, wenn jemand eine kluge Idee hat, reinschreiben. Ich bin gerade wirklich sprachlos, vor allen Dingen, weil wir im, ich gehe nochmal eben zurück. Wir finden halt auch im Raum, außer ich es ist... Ich bin ganz sicher, dass ich hier einen Weg oder sowas eingeben muss. Einen Weg? Hier, guck mal. Da haben wir ein paar Sachen. Wir haben hier noch Wasser irgendwie. Keine Ahnung, wie tief das Wasser hier ist. Ich schätze aber, dass wir uns weit unter dem Grundwasserspiegel befinden. Krieger und Licht, gute Idee. Dieser Durchgang ist verschüttet. Krieger und Licht... Hast du die Symbole von den Wänden gemerkt?
Und die Geschichte? Nein. Komm, wir gehen nochmal zurück. Leute, wir gehen nochmal zurück in den Vorraum. Sims 80. Ich bin ganz sicher, dass ich hier. Ja, ja, ja. Ich glaube, Sims 80 hat hier den richtigen Weg. Ich glaube, das ist der Weg. Wer hat zu Anfangs des Streams behauptet, es käme keine schwierigen Rätsel mehr? Ah, war doch klar gelogen. Ja, das ist ja alles an. Stand doch auf dem Sarg. Ja, ich habe nicht zugehört, als ihr das von dem Sarg vorgelesen habt. Bin ich jetzt mal ehrlich. Ich war gerade in Gedanken und dachte, ihr macht das schon. Ich will das nicht verschweigen. Sind das nicht diese hier? Das sind die kackgleichen Symbole, Leute. Oder? Stand da nicht gerade was mit Zeichen auf dem Steinbogen zum Rätsel hin? Wo der Mond war, ist nun ein Brot, ja. Wir gucken uns nochmal diese Geschichte an. Ein seltsamer Totenkopf mit einem riesigen Mund. Keine Ahnung, was das sein soll. Und da waren hier diese Gestalten. Sieben Leute, die in der Gegend rumstehen. Ach nein, drei davon liegen. Schlafen die oder sind die tot? Du, die sind sich nur kurz am Entspannen, ne? Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone. Keine Ahnung. Knochen und so weiter. Wer soll ich den Scheiß merken? Kette. Also hier finden wir die Info, glaube ich, nicht. Da ist noch ein Loch. Was ist dieses Loch? Hier geht es nur um die Symbole. Okay, aber hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, ne? Hier kommen wir nicht weiter, oder? Ein handbreites Loch. Keine Ahnung, wie tief es ist. Steck doch das Messer da mal rein. Hup. Okay, geht nicht. Also, ich denke mal, in dem Raum finden wir aber keine weitere Info. Da können wir doch wieder zurück in Richtung Sarkofako-Dingenskirchens gehen. Geh ruhig ein bisschen schneller. Zange und Loch, gute Idee. Probieren wir mal aus. Valentina, eine gute Idee. Lass mal Valentina die Dinger angucken. Vielleicht hat die einen anderen Blick auf die Sache. Die Symbole, die du in die Waage gesetzt hast, auch die Lösung für die Drucktafeln sind. Könnten wir mal ausprobieren. Sind alle sehr gut erhalten. Ich wünschte, ich hätte Zeit, sie mir genauer anzusehen. Du hast doch Vielleicht, Zeit. Wenn das alles hier vorbei ist. Ich halte dich nicht auf. Gucken wir mal in die Schale nochmal rein, was wir da hatten. Könnte sein. Das ist eine Opferschale. Dann ist diese Statue wahrscheinlich das Abbild eines vorchristlichen Gottes. Ein Helm, wie sie die Soldaten der Kreuzritter im 13. Jahrhundert getragen haben. Ich würde zu gern erfahren, wer den hier verloren hat. Gehen wir nochmal weiter, was sie noch so ansprechen kann. Da sind jede Menge Totenköpfe in der Wand. Sie liegen da drin wie in einem riesigen Setzkasten. Allmächtiger, ewiger Gott, ich bete für die Seelen all derer, die seit Hunderten von Jahren ihrer Totenruhe beraubt wurden. Herr im Himmel, halte schützend deine Hand über sie, auch wenn sie keine Christen waren, denn deine Liebe ist grenzenlos und ewig. Amen. Amen. Links über dem Torbogen, ich schau mal. Also wir haben jetzt hier noch eine Statue. Und wieder kopflose Gestalten. Für mich sieht es so aus, als ob die Statuen von vornherein keinen Kopf gehabt hätten. Wen immer sie darstellen sollen. Er hat jedenfalls von den Schultern aufwärts wenig zu bieten. Hier geht nichts. Nur den Säulengang. Und dann haben wir noch die Brücke und den Abgrund. Cedric Mayer ist hier nicht los. Fuchs, ich meinte nur, dass du dir die Symbole anschauen sollst. Denn die Geschichte auf dem Sarg verstehen... Mama mia. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das alles ist. Ich schnack jetzt mal. Kann ich mir die Geschichte von dem Sarg dann nochmal anhören? Weil er hat sie halt einmal gelabert und dann war vorbei.
Ich check mir die gleich nochmal. Die Brücke hält seit Jahrhunderten, also wird sie auch weiterhin halten. Ich habe die Geschichte leider nicht mitbekommen, weil ich gebe es zu, ich habe gerade in dem Moment nicht aufgepasst, weil ich Chat gelesen habe und habe nicht zugehört. Das war dumm. Deswegen kenne ich die Geschichte nicht. Irgendwas mit Licht. Mehr habe ich nicht gehört. Aber wir gucken mal, das wird schon. Ich quatsch die Särge einfach nochmal an. Ein Steinsarg. Nur ist dieser überhaupt nicht verziert und scheint auch deutlich neuer zu sein als die in den Katakomben. Okay. Laut Hüterbuch wurde Mordred hier bestattet. Okay. Wasser? Irgendwie unheimlich. Das Wasser scheint zu leuchten, aber ich sehe keine Lichtquelle. Ich sehe mehrere Lichtquellen. Jede Menge sogar. Rondell. Marcus Gordon hat ganze Arbeit geleistet. Die Geister, die sein Bruder rief, wollte er mit diesem Bollwerk von Altar regelrecht zubetonieren. Aber Mordred hatte sich eine Hintertür offen gelassen. Du meinst den Altar. Das Problem ist beim Altar, die Geschichte hat er einmal gelabert und labert die jetzt nicht mehr. Wenn ich den Altar jetzt anklicke, dann geht er sofort auf und er erzählt die Geschichte nicht mehr. Das ist das Problem gerade. Ich habe leider nicht aufgepasst bei der Geschichte. Hat sonst irgendjemand auf... Ist ja auch fies, ne? Wenn das jetzt wichtig ist... Der Gang führte wahrscheinlich mal zum Altar hoch. Mal sehen, vielleicht, wenn sie jetzt den Altar anklickt, vielleicht kommt da nochmal Gelaber. Mal gucken. Fingers crossed. Und wenn nicht, kommen wir ins Buch. Hier steht, bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Hatten wir nicht vorhin eine Krone? Und einen Rundschild. Die Symbole gleichen denen im ersten Raum. Also, nochmal. Okay, es gibt kein Tagebuch zum Beispiel. Für sie zumindest nicht, aber er hat eine. Alter. Den Symbolen über der Waage. Ich kann nicht glauben, dass Marcus das alles alleine erbaut hat. Das Ganze sieht eher so aus, als wäre es im Laufe der Zeit gewachsen. Zion der Hüte im Laufe des Jahres nachgerüstet, bla bla bla. Bla 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 bla. Sonnenaufgang, König und dann irgendwas weiter. Ich mach's nochmal an, Moment. Sie wird es bestimmt nochmal erzählen, wenn ich sie benutze. Wenn ich sie benutze. Wir hören jetzt nochmal genau hin und dann, meine Lieben. Dann, meine Lieben, wird es gehen. Hier steht, bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht Dunkelheit. Gegen die Dunkelheit. Die Symbole gleichen denen im ersten Raum. Sonnenaufgang, König, Krieger, Schlacht, Dunkelheit. Alles klar, let's go! Bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger. Ja, Krieger könnte jetzt wieder alles Mögliche sein. Nehmen wir da die Axt. Gibt es ein Schwert hier? Krieger? Nee. Sonnenaufgang setzte der König. Krieger. Gibt es irgendwie einen Helmtypen oder sowas? Was könnte Krieger sein? Da, Krieger? Nee. Sonnenaufgang. Schild? Okay, gute Idee. Ist das ein Schild? Nee. Wo ist das Schild? Es gibt halt irgendwie auch zwei Schilder. Gehen aber beide nicht. Sonnenaufgang, König, Krieger. Was davon sind denn die Kriegers? Krieger? Ist das der König? Also die beiden Schilder gehen nicht. Vielleicht müssen wir jetzt einfach statt Krieger irgendwie Schlacht direkt nehmen. Erst den Pfeil. Oben Mitte. Ich hab hier einen Pfeil. Muss eine Strecke werden. Anliegende. Der Bogen, ne? Da. Ne.
Also Richtungspfeil geht auch nicht. Nee, ganz obere Reihe, das mittlere. Den hier meinst du? Viertes Symbol. Eins, zwei, drei. Ne, vierte Reihe. Zweites Symbol von rechts. Das da. Habe ich versucht. Das geht aber nicht. Also Sonne, König, Krieger. Puff, geht aber aus. Das hatte ich schon versucht. Okay. Schickte. Ja, Schickte ist eine gute Idee mit dem Schiff. Wo ist das Schiff? Ne, geht auch nicht. Ja, läuft ja, würde ich sagen. Vielleicht Wasser? Ne. Hand? Auch die Hand geht nicht. Geil. Ja gut, also wir haben das Prinzip verstanden. Oben der Pfeil nach rechts als Schicksal. Habe ich schon versucht, Jens. Geht nicht. Hier, zack, zack und Pfeil. Bumm, aus. Geht nicht. Vielleicht die Taube? Ne. Was ist mit dem Haus? Irgendwo müssen sie doch losmarschieren. Gute Idee. Haus? Nee, auch das nicht. Was ist das dritte von oben? Eins, zwei, drei. Das scheint so ein Stecken zu sein oder sowas. Das geht auch nicht. Bei Sonnenaufgang... Nochmal, was war das Ding nochmal? Sonnenaufgang, König, Krieger, Schlacht, Dunkelheit. Was ist mit dem Feld neben dem Richtungspfeil? Meinst du das Auge? Nee, Auge geht auch nicht. Brot, Alter. Brot funktioniert. Eine Strecke. Ach so, das muss eine Strecke bilden. Aha. Also ich habe jetzt das Brot angeklickt. Ich raff jetzt halt nicht, was das Brot mit dieser Story zu tun hat. Also wir müssen wahrscheinlich jetzt eine Strecke bilden zu den Symbolen, die dann wichtig sind, oder was? Tja, dann müssen wir jetzt ja zu den Kriegern, oder nicht? Kann ich jetzt... Krieger in die Schlacht. Ah, das, also ganz ehrlich. Leute, wer soll denn auf so eine Scheiße wieder kommen? Das, also das ist ja wieder bescheuert. Aber gut, und dann müssen wir jetzt zur Nacht kommen. Das heißt hier hoch bis zum Mond. Und dann sind wir fertig. Das ist wirklich bescheuert. Also ganz ehrlich, das ist ein dummes Rätsel. Bleib ich bei. Da kommst du halt, das macht keinen Sinn. Also ernsthaft, das ist bescheuert. Wie sollst du denn darauf kommen, dass du da jetzt Strecken dazwischen malen sollst? Total bescheuert. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Danke, das war ein guter Hinweis. Das hat dann geholfen. Oh, meine Hand ist abgeschnitten jetzt. Danke, das war ein guter Hinweis. Es ist wirklich doof gemacht. Aber egal, Leute, wir haben das geschafft und das ist das Wichtigste. Wir sind weitergekommen, wir speichern das erstmal wieder, damit wir das ja nicht nochmal machen müssen. Ich glaube, wir schaffen die 3 Stunden heute noch, oder? Also ernsthaft. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Oh, jetzt haben wir Lob wieder an uns. Lob wieder an uns. Danke, danke. Hochbegabt, ich sag euch das. Jetzt sind wir definitiv nicht mehr in den Katakomben. Nein. Sieht mir nach einem Alchemielabor aus. Hm. Hier war ich schon mal. Mordred? Nein, nein, als Kind. Ich erinnere mich schwach. Schau so. Dich um. Vielleicht kommt die Erinnerung ja wieder. Ja. Ja. Wo rennt er jetzt hin? Also ein richtig pausbäckiger Junge, ne? Das ist es. Was denn? Das ist das Loch, in das Angelina als Kind gestürzt ist. Und ich bin ihr hinterhergeklettert. Aber jetzt ist es verschüttet. Klar, dass ich es an der Oberfläche nicht finden konnte. Und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Durch die Katakomben? Nein. Bates. Er war es.
Er hat uns hier wieder rausgeholt und dann das Loch zugeschüttet. Zwiebelbait? Aber vorher waren wir bei dem Portal. Wir standen direkt davor. Es ist hinter der Tür. Hat Angelina sie geöffnet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Bates wusste es. Oh, es gibt wieder viele anzuklicken. Na dann, legen wir los. Die reinste Hexenküche. Früher oder später wäre Mordred bestimmt auf dem Scheiterhaufen gelandet. Mhm. Die reinste Kessel. Mordreds Teekessel, wie niedlich. Herrschaft über die Unterwelt hin oder her. 5 Uhr war Tea Time. Vielleicht gibt's hier auch noch 800 Jahre alte, selbstgebackene Kekse. Bates hat das Loch mit Zwiebeln zugeschüttet. Ich glaube auch. So, dann haben wir hier einen Seelenschlüssel in groß. Das ist die XXL-Variante ohne Batterien. Batterien not included. Das ist ein reliefartiges Abbild eines Seelenschlüssels. Bücherregal. Prima Materia, Planetenmetalle, Basilisk. Willkommen in der Scheibenwelt. Scherbenwelt, Mann. Alter, ein Gebälk. Was ein schönes Wort. Das Gebälk. Das sah früher bestimmt um einiges schicker aus, aber sehr solide gebaut. Wäre es hier unten feuchter, wären die Balken sicherlich schon lange verrottet. Das Gebälk hält noch stand. Alte Schwerter. Jetzt kommt Mortal wieder. Ey, geil. War klar. Das sind die besten Klingen des Landes. Geschmiedet von den fähigsten Schmieden. Viel zu gut für diese Schlechter, die mein Bruder Soldaten nennt. Adrian, du machst mir Angst. Leg das bitte weg. Und doch sind sie nichts im Vergleich zu meinem Schwert. Adrian, hör auf damit. Was? Alles okay, alles in Ordnung. Leg einfach das Schwert zur Seite, dann ist alles wieder gut. Ich hau euch noch. Von jetzt an werden wir darauf achten, dass du kein Schwert mehr anfasst. In Ordnung? Du gehst nicht mal in die Nähe von einem Schwert, Adrian. Hast du verstanden? Wir wollen doch nicht, dass einer von uns einen Unfall hat. Oder? Okay, Schwester Valentina. Gibt es irgendeinen Grund, warum du mit mir wie mit einem Verrückten sprichst? Kein. Außer, dass du wie einer aussiehst und dich auch so benimmst. Deine Augen sind wieder schwarz und du fuchtelst mit einem Schwert rum, während du wie Mordred sprichst. Also tu uns den Gefallen und lass die Finger von scharfkantigen Dingen. Hast du es gehört? So. Okay. Und nochmal wieder ansprechen. Es ist besser, wenn ich im Moment meine Finger davon lasse. Besser ist das. Jo. Nicht, dass ein kleines Malheur passiert. Was haben wir hier noch? Eine Werkbank? Noch mehr Teekessel. Mhm. Wasserbecken. Und hässlich gruselige Gesichter. Überall gibt es hier Wasserbecken. Mordred muss ziemlich reinlich gewesen sein. Da wären wir wieder beim Thema mit der Toilette, nicht wahr? Das sind mal richtig hässliche Wasserspeier. Schlimmer als die Teufelsfratzen aus der Akademie. Darren! So. Mal sehen. Was haben wir hier noch? Sonst eigentlich nichts mehr, außer jetzt das Lesepult, was ich mit Absicht ignoriert habe. Ein Lesepult? Was ist das denn für ein Buch? Homunculus Pater. Pater Omnis Telesmi Totius. Keine Ahnung, komplett lateinisch. Ja, muss man durch, ne? Okay, hilft nichts. Und nun? Da ist noch ein Tor. Einfach Hand auflegen. Wie ist Angelina damals nur da reingekommen? Ja, einfach die Hand da reindrücken. Wie ist Angelina damals nur da reingekommen? Einfach die Hand aufgelegt. Glaub mir. Valentina? So. Ja? Sorry nochmal wegen dem Dolch, ne? Lässt du mich mal einen Blick auf deinen Dolch werfen? Was? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, ich weiß, wie man die Tür öffnet. Es ist ganz einfach. In Ordnung. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was tust du da? In der Akademie gab es eine Tür,
die konnte nur durch das Blut eines Gordons geöffnet werden. Mein Blut. Als ich damals als Kind Angelina helfen wollte, habe ich mich verletzt und konnte deshalb die Tür öffnen. Gordonblut. Ein weiterer Grund, warum nur du der Hüter sein kannst. Okay, das war doch einfach mit der Tür. Wir lassen den Angelina jetzt nochmal alles abchecken. Einfach nur gucken, ob die noch was ein bisschen zählt, ne? Ein Buch. Das Buch ist beim Kapitel Homunculus aufgeschlagen. Ist das Zufall oder hat sich Mordred etwa mit der Erschaffung künstlichen Lebens beschäftigt? Unheimlich. Das ist kein Zufall, das ist, weil ich ein Homunculus bin. Alchemie? Tisch? Ein wirklich gutes Alchemielabor. Es ist fast alles da, was man damals benutzt hat. Aber ich bezweifle, dass Mordred daran interessiert war, Gold zu erschaffen. Die Fläschchen deuten eher darauf hin, dass er ein Giftmischer war. Den Stein der Weisen. Ein Gefäß zur Sublimation auf einem Athanor. Einem speziellen Ofen aus Backstein. Ich habe noch nie so gut erhaltene Originale gesehen. Bellissima. Was haben wir da noch? Eine Werkbank? Noch mehr Kupelle und Serpentinen. Hier hat Mordred seine Rezepturen gemixt. Ein krasser Bengel, Wasserspeier. Interessante Steinmetzarbeit. Die Gesichter werden von Händen gehalten. Direkt aus der Steinwand gehauen und mit Grundwasser gefüllt. Dürfte trinkbar sein. Nur das Leuchten macht mich etwas misstrauisch. Hey. Verschütteter Kamin. Ein Kamin. Der Schacht führte sicher einmal nach draußen. Es gab also eine Abkürzung. Vor vielen Monden. Sie geht da sogar hin. Was ist da los? Das ist keine normale Erde. Sieht aus, als wäre Teer mit reingemischt worden. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Dass du da ja nicht wieder rein oder rauskommst, ne? Könnte ein Zepter darstellen. Wasser trinken plus 5 Reds. Ja. Fallout-Style geht hier raus, Alter. Hier darf das Tabula Smaragdina nicht fehlen. Das Grundlagenwerk der Alchemie. Ecco, hier ist sie. Die smaragdene Tafel. Die Bibel der Alchemisten. Aber ich fasse das Buch lieber nicht an. Es würde bei der kleinsten Berührung auseinanderfallen. Wie fast alles hier. Auch das Gebälk, frage ich mich. Die Balken scheinen keine tragenden Elemente zu sein. Aber wozu sind sie dann gut? Deko. Vielleicht waren feuchte Tücher darüber gespannt. Wegen des Rauchs, der sich bei alchemistischen Experimenten zwangsläufig entwickelt. Voll der gute Plan. Auf Holzbalken schön feuchte Tücher drüber. Das ist, ist clever. Dann würde ich sagen, meine Lieben, gehen wir doch mal durch die Tür vorher einmal wieder. Man weiß ja jetzt hier, weiß man ja echt nicht, wann man drauf geht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Deswegen schön immer mal zwischenspeichern. Lass mich vorgehen. Okay. Wieso? Ich weiß nicht, was passiert, wenn Mordred seinen geliebten Spiegel wieder sieht. Denk an die Sache mit den Schwertern. Okay. Und die Door wird sich closen. Ist das der Spiegel? Siehst du das? Ja. Was hat das zu bedeuten? Ist das Mordred? Oder bin ich das? Und warum habe ich das Bedürfnis, den Spiegel zu berühren? Nicht! Es ist Mordred, der dich dazu zwingen will. Fass diesen Spiegel nicht an. Niemals! Okay. Das Spiegelbild zeigt deine Seele und den Teil Mordreds, der in dir steckt. Mordred? Aber warum sieht er aus wie einer dieser Schatten? Mordreds Seele ist immer noch hinter dem Spiegel gefangen. Das in dir ist Mordreds Seelenschatten, also der Schatten seiner Seele. Wir müssen Mordreds Schatten irgendwie in den Black Mirror zurückschicken. Und zwar ohne seine Seele dabei zu befreien. Okay, aber wie? Hatten wir nicht kürzlich einen Exorzismus, der schiefgegangen ist?
Nein, kein Exorzismus. Wir brauchen was anderes. Bist du sicher, dass du in Mordreds Buch nichts übersehen hast? Ja, todsicher. Ich kann es dir gerne zeigen. Die Seiten. Hier erscheint plötzlich Schrift. Das müssen Mordreds Aufzeichnungen sein. Aber wieso steht hier auf einmal etwas drin? Der Spiegel muss es aktiviert haben. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Eine Vereinigung von Seele und Schatten würde ein ungeahntes Machtpotenzial beinhalten. Die Seele des mächtigen und von allen gefürchteten Königs Armundur ist genau die richtige, um meinen Sohn zu dem zu machen, der er geworden wäre, wenn nicht mein Bruder, bla 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 bla. Der Kerl hat ein paar Sitzungen bei Dr. Winterbottom bitter nötig gehabt. Warte, hier steht noch was. Alles ist vorbereitet. Die Gebeine Armundors liegen auf dem Altar. Sein Schatten wird gleich an sie gebunden sein. Dem Seelentransfer steht nichts mehr im Wege. Jetzt muss nur noch der Junge befreit werden vom Joch seiner verseuchten Seele. Ja, nett. Wow, die Serifen. Ja, da ist doch immer ein bisschen, also hier ist doch mal richtig steil gegangen. Ablecken ist immer gut. Ich wollte gerade sagen, also wir dürfen den Spiegel nicht anfassen, aber sie hat nichts davon gesagt, dass wir nicht mit unserer Zunge mal eben so einmal quer so rüber. Einfach nur mal kosten, weißt du? So, Leute, und nun? Seelentransfer. Mordreds Seelenschatten, in mir. Ja, natürlich, das ist sein Plan. Er hat mich hierher gelockt, damit das Ritual vollzogen werden kann und seine Seele in meinen Körper übergeht. Genau dazu ist der Fluch gedacht. Nur hat Mordred nicht damit gerechnet, dass sein Seelenschatten im Körper eines Hüters landet. Nur deshalb hast du so lange durchgehalten. Schwein gehabt. Das hilft uns nicht weiter. Wenn wir diesen Schatten in mir rauslassen, wird Mordreds Seele in mich... Psst. Adrian, ich glaube, ich habe eine Idee. Lass mich kurz überlegen. Geh in dich. Okay. Es wird quick gesaved, das ist gut. Bin ich jetzt sie oder was? Okay, so. Der Black Mirror. Adrians Spiegelbild ist eine Mischung aus seiner Seele und Mordreds Seelenschatten. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben könnte. Adrians Seele darf den Kampf gegen Mordreds Schatten auf keinen Fall verlieren. Aber was ist auf der anderen Seite? Nur Mordreds Seele? Oder hat Adrian auch so einen Seelenschatten? Seelenschatten. Ja. Adrian, liest du mir bitte den Absatz mit den Schatten aus dem Buch der Hüter vor? Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt. Grüne Flamme. Das war das Licht, was wir vorhin hatten in den Räumen. Erinnert euch noch? Also vorhin, letztes Mal mit den Schatten, was so viel Spaß gemacht hat. Alter, hab ich da gelitten, ey. Ein Schatten entsteht also auf jeden Fall, wenn jemand stirbt, aber nicht in dieser Welt, sondern hinter dem Spiegel. So, dann guck dich mal um. Da haben wir mal wieder... Da haben wir erstmal so einen Abgrund. Es fühlt sich so an, als existiere diese Höhle schon seit Anbeginn der Schöpfung. Tja, vielleicht tut sie das ja. Dann haben wir hier noch einen Altar. Ich weiß aus den Akten des Vatikans, dass damals hier Menschen geopfert wurden, um zu sehen, ob ihre Seelen gut oder böse waren. Ähnlich zur Zeit der Hexenverbrennungen. Mordred schrieb, dass eine Seele den Spiegel verlassen kann, wenn sein Schatten bereits hier gebunden ist. Was im Moment ja der Fall ist. Würde Adrian also hier sterben, hätte Mordred gewonnen. Adrians Seele wäre auf ewig befreit und sein Körper würde Mordreds Seele aufnehmen. Wir müssen aber trotzdem Mordreds Seelenschatten aus Adrian herausbekommen und Mordreds Seele muss daran gehindert werden, den Spiegel zu verlassen.
Und Adrians Seele muss da bleiben, wo sie ist. Macht Sinn. Macht Sinn. Was, wenn wir die drei Stunden nicht mehr voll machen? Was dann passiert? Ja, oder? Dann kommt das nächste Spiel, oder? Nee, das nächste Spiel kann ja nicht kommen, weil wir ja gerade erst die Abstimmung machen und ich muss das ja erstmal downloaden und alles einstellen. Da müsst ihr dann wieder gegebenenfalls Grafiken drüber und so ein Krams. Deswegen, wenn wir das heute nicht voll kriegen, was ich nicht glaube, dass wir es voll kriegen, machen wir danach ein bisschen Laberei. Ich habe noch so ein Game, was ich testen möchte. Da ist das ist dann einfach nur so Rumgeeiere. Dann daddeln wir noch so ein bisschen was nebenbei. Ist aber noch nicht was. Und quatschen einfach noch ein bisschen, ne? So zum Ausklingen des Abends, würde ich sagen. Und dann können wir uns schon mal freuen auf das nächste Game. Wer nochmal abstimmen möchte, hier haben wir nochmal hier, wisst ihr Bescheid. So, und nu. Ich weiß nicht, wen oder was sie darstellen sollen. Die Statuen sind aber sehr imposant. Ja, sehr, sehr hübsch sind die. Okay, also es gab hier so, ach, Adrenalin haben wir auch noch am Start. Ich frage erstmal Adrian. Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Okay, kann ich ihn denn wählen? Ich kann mir vorstellen, was auf diesem Altar alles passiert ist. Mordred im Kopf ersetzt jeden Horrorfilm. Und ich empfinde dabei nicht einmal Abscheu. Wenn Valentina nicht bald etwas einfällt, hat er gewonnen. Nein, ich muss mich zusammenreißen, sonst waren alle Anstrengungen umsonst. Umsonst? Nur angucken den Black Mirror. Maximal ablecken, aber nicht anfassen, okay? Das ist er also. Der Black Mirror. Das Schattenportal. Es geht eine merkwürdige Anziehungskraft von ihm aus. Ich habe ständig das Bedürfnis, hineinzublicken. Man muss aber echt sagen, wir haben jetzt echt viele Folgen gehabt. Und es ist irgendwie schön, dass wir jetzt endlich da sind und vor ihm stehen, oder? Ach, das Adrenalin, das ist bestimmt wie bei Harry Potter. Mordred fährt in Adrian, Adrian muss sterben, dann stirbt Mordred und dann kriegt Adrian Adrenalin. Bam, ins Herz und dann sind wir wieder wach. Happy End. Die beiden werden ein Paar, bekommen ein Kind, einen männlichen Nachfahren, den nächsten Gordon und alles wird schön. Vertraut mir. Statue. Das sind die gleichen Statuen wie in dem Raum mit der Waage. Und der Abgrund. Da geht es verdammt tief runter. Ich kann nicht mal den Boden sehen. So, wir haben auf jeden Fall dieses Grablicht. Das packen wir da mal. Okay, noch nicht. Und noch diese Schwertspitze. Ja, was nun? Was nun? Der Black Mirror. Wir haben es geschafft. Der Black Mirror steht vor uns. Das Schattenportal. Jetzt kommt es auf Valentina an. Ich hoffe, sie weiß, was zu tun ist. Tja, Valentina, was weißt du denn, was zu tun ist? Nein, nicht du, Valentina. Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. An diesem Altar klebt so viel Blut. Ja, was sollen wir jetzt machen? Also hier wüsste ich jetzt nichts mehr. Die Bibel auf den Altar legen? Nein. Wir haben Streichhölzer, wir haben einen Dolch. Adrian andolchen, Adrian Adrenalin. Nein, erst das Gift und wenn alles gut geht, spritze ich das Adrenalin. Adrian muss also Gift bekommen. Wo bekommen wir denn Gift her? Ha, da hat sie es verraten. Da hat sie es verraten. Wir brauchen also Gift, meine Lieben. Kann mir noch mal jemand den Link geben? Ja, sicher doch. Warte, hier. Bams. Du musst erst Tränke mischen. Da habe ich mir schon fast gedacht, in dem Tränkeraum davor, da wird sie sich jetzt schön irgendwas zusammeneiern. Und zwar Gift. Ja, Sassy, Alter. Da wollte sie das den Nightbot verwenden. Wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. Vielleicht findest du noch mehr. Da hat sich dein eigener Bot gegen dich gewandt. Ich wollte ihn retten vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn. Kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert. Nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein. Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen.
Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Okay, Nadinchen, Grüße gehen raus. Wir sind noch nicht fertig mit Black Mirror 3. Noch nicht. Du bist doch nur da, weil du abstimmen willst. Hier komme ich auch noch mal raus. Zack. Okay, meine Lieben. Ihr habt den Hakenkrieg gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen eben kurz... Oder? Labert noch einer? Ritus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Seelentransfer. Er hat ihn ganz einfach ermordet. Fertig, der genau, easy. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch. Nein. Nein. Also, wir müssen uns wahrscheinlich umbringen. Und dann kommen wir auf die andere Seite. Da haben wir dann das Schwert mit am Start, den Dolch. Bam! Können ihn dann erdolchen. Und dann muss sie uns rechtzeitig mit Adrenalin wieder zurückholen. Das ist der Plan. Und Draghi, grüße ihn raus. Schön, dass du auch da bist. Also lecken wir jetzt noch am Spiegel. Das machen wir dann gleich noch, aber erst in der nächsten Runde. Wir machen jetzt erstmal kurz einen gewöhnlichen Break. Das passt ganz gut. Ich muss auch ein bisschen wieder immer das Pipi machen. Genau, das ist der richtige Begriff. Ich speichere einmal nochmal wieder. Dann machen wir entspannte 5 Minuten Pause, meine Liebe. Lieben. Alter, läuft bei mir heute. 5 Minütchen entspannte Pause. Ich hau euch gleich hier nochmal den Pole rein. Meddelt mal raus. Und dann sehen wir uns gleich entspannt in 5 Minuten wieder. Und ich denke mal, nächste Stunde schaffen wir das. Das ist jetzt, glaube ich, nur noch dieses Ritual. Und dann sind wir, glaube ich, fertig. Und dann machen wir dann noch eine Gelaberei. Ich habe da noch sowas Kleines, Chilliges, ne? Alles klar, dann bis entspannt und bis gleich in 5 Minuten.